Hallo, ich bin die Nadine, bin 16 Jahre alt und mache bei der Firma EADS im Bereich Defense und Security in Unterschleißheim eine Ausbildung als Elektronikerin für Geräte und Systeme. Und ich möchte euch gerne mal zeigen, was alles im Beruf gemacht wird. Ich bin im zweiten Lehrjahr und ich löte Bauteile auf eine Platine drauf. Das ist typisch für einen elektronischen Beruf. Das löten wir, dadurch entsteht eine Verbindung vom Bauteil auf die Platine und dann fließt dann der Strom drüber und dann werden später die Platinen in den Computer zum Beispiel eingebaut. Ich habe mich für die Ausbildung als Elektronikerin für Geräte und Systeme entschieden, weil mir der Beruf sehr Spaß macht, weil mir dann einfach das Feinfühlige, was man dafür braucht, sehr gut gefällt. Ohne den Girlstack, glaube ich, wäre ich nicht drauf gekommen, dass der technische Beruf mir gefallen würde. Der Girlstack hat mir schon weitergeholfen. Später beim Praktikum konnte ich dann nochmal ganz klar entscheiden, nein, ich möchte keinen kaufmännischen Bereich, sondern ich möchte einen technischen Bereich. Aber der Girlstack hat mir auch gezeigt, dass der technische Bereich auch für Mädchen möglich ist. In meiner Freizeit mache ich Kendos, japanischer Kampfsport mit Shinai, das ist ein Bambusschwert. Dann tauche ich, tanzen, klettern oder treffe mich auch gerne mit Freunden oder hocke auch am PC zum Chatten. Im Beruf Elektronikerin für Geräte und Systeme darf ich unter anderem auch Platinen bestücken mit verschiedenen Bauteilen. Und wenn ihr euch für so einen Beruf entscheidet, dürft ihr das auch machen. Mädchen, 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 nimm dein Leben in die Hand. Mädchen, 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 leg jetzt los und zeig mal.